Ja, hast du kein schlechtes Gewissen wegen deinem Vater? Was für ein schlechtes Gewissen soll er haben? Ey, apropos, dein Vater kommt! Ich schwör, der sieht so aus. Ey, ich schwör! Was soll ich mir sagen? Lass mal sagen, wir haben ja, das ist normal. Doch mal, das riecht ganz genau. Ey, als ob er das riecht. Wir haben doch hier überall geraucht. Das riecht doch einfach. Ey, ihr wisst nicht, wie mein Vater ist, Mann. Egal, er kommt jetzt. Ach, scheiße, Mann. Yunus oğlum? Efendim. Ne yapıyorsun burada? Hiç abi. Was machst du hier? Wir haben geçirrt aber. Bist du nicht in der Schule? Wir haben heute Schulfrei. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Guck mich an. Hast du Zigaretten geraucht? Nein. Nein? Ich hoffe nicht. Was ist das? Was ist das? Das sind eure Zigaretten? Ja, das sind wirklich unsere. Lüg mich nicht an. Nein, das sind nicht unsere. Nein. Oğlum, das sind deine Zigaretten. Nein. Stimmt's? Nein, sind's nicht. Das interessiert mich. Geh mir aus den Augen. Oğlum, ich glaube, ich muss mit dir ein ernstes Wort reden. Back, oğlum. Sohn, du weißt ganz genau, dass Schule ist wichtiger für dich. Du weißt, damals, als ich in deinem Alter war, bin ich 1 Million Kilometer zur Schule gegangen. 1 Million. Ich will nur, dass du dich anstrengst im Leben und dass du was erreichst. Tamam mı? Okay? Ja, Baba, nerv mich mal. Was soll ich machen, Mann? Kein Bock einfach, Mann. Oğlum, ich erzähl dir mal eine kleine Geschichte. Es fing alles damit an, als ich im Arm meiner Mutter aus meinem kleinen türkischen Dorf nach Deutschland kam. Zu Hause wurde nur Türkisch geredet. Und eines Tages verlor ich meinen Vater. Dann begann eine richtig harte Zeit für mich und für deine Oma. Ich hatte ein richtig hartes Leben. Du hast nur Spaß hier, du gehst nur nicht mal in die Schule. Naja, und dann? Nicht nur das, sondern auch in der Schule wurde mir das Leben nicht erleichtert. Anderen Schülern fiel die Schule leichter, weil sie ihre Muttersprache sprachen. Wer liest bitte die Aufgabe 2a vor? Ja, nicht immer die Mädchen nur, ne? Mustafa. Bei der Holz Verarbeitung. Also entschuldige, mit welcher Klasse bist du jetzt inzwischen hier? Mustafa. Das geht doch gar nicht, oder? Ja. Na gut, er ist hier. Er muss was lernen. Wir lassen ihn noch mal reden. Los. Bei der Holzverarbeitung. Oh, geh mal wieder. Holz. Wie du dir sicher denken kannst, war es für mich nicht einfach, Freunde zu finden. Doch ich war entschlossen, zu kämpfen. Hey, bleib mal stehen. Hey, was war das eben im Klassenraum? Willst du aufs Maul oder was? Sei mal nicht so frech, Mann. Pass mal auf, Mann. Ganz ehrlich, du wolltest nicht anders. Und dann hatte dieser Mann keine Chance. Ich sag dir so, Oğlum. Einmal so, ey, tschak, küt, pat. Der Typ war fertig. Er hatte keine Chance gegen deinen Vater. Ja, ja.
Was hast du jetzt davon? Ey, stopp! Nicht vor meinem Restaurant! Lass doch mal Glück ab, Mann! Seit dem Tag weiß ich, dass jeder Mensch sein Schicksal selbst in der Hand hat. Verstehst du? An Leon. An Leon. Ja, deine Mutter war eine schöne Frau und dann habe ich sie halt kennengelernt. Das war Schicksal, meine Sie. Schicksal. Tamam? Tamam. Ich will, dass du dich anstrengst im Leben und etwas erreichst. Ich versuche. Komm. Essen ist bestimmt schon fertig. This is why I just can't get with you. See the thing about you that God. Ist nix, Baba, ist nix, Mann. Zigarrenmilch, den Jungs. Jetzt mach mal nicht vor den Peinlichen, Mann. Hat er gerochen? Und wie oft hab ich die. Bleib! Baba, mach was, das ist der. Digga, warte mal ganz kurz. Erstin? Ja. Jonas. Warte. Hey, was war das eben im Klassenraum? Ja, was denn? Der Fremde! Sieht nett! Bella, los, Bett! Mustafa, komm sofort wieder her! Aber schnell! Ja. Alles Natur? Ja. Ich weiß. Auch Männer schminken sich. Ja, das sieht scheiße aus, Mann. Nein, das ist richtig geil aus. Sieht voll geil aus. Wow. Was ist das? Ich glaube, ich schmink mich jetzt auch sonst. Me of a girl that I want to see your face whenever I look at you. You believe all of the things she put me through. This is why I just can't get with you.